Seas of water, seas of time. Both isolate Ardania, a realm steeped in humanity's myth and lore. Within the folds of Ardania's landscape dwell creatures of fantasy and of nightmare. Facing these challenges are epic heroes, some motivated by treasure and greed. Other heroes are inspired by honor and righteous ideals. And some by a genuine fear of evil's defiling touch. To overcome these dire perils, Ardania's heroes require but one thing, an inspired leader to defy the darkness. Accept Ardania's crown and forge new legends for this ancient land. Ja, nach diesem sehr alten, aber ich finde immer noch sehr coolen Intro begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem neuen Let's Play. Ich habe in der untersten Kiste gekramt und dieses Juwel hier ausgegraben. Mit dem Titel Majesty, also Eure Majestät. Der Untertitel ist The Fantasy Kingdom Sim. Also es ist eine Simulation. Ja, sagt sehr viel aus, gell? Ja. Nachdem in letzter Zeit wieder vermehrt Rollenspiele gekommen sind, hauptsächlich Dungeon Crawler, habe ich mir gedacht, ich packe jetzt mal wieder was aus der Strategiespielsparte aus und aus den alten Spielen. Und dank der Open Broadcast Software, also dank OBS, ist es mir auch endlich mal möglich, Majesty zu Let's Playen. Das hier ist der HD-Remake von Steam sogar. Also wir werden nicht mit zu krasser Auflösung spielen. Nicht mit 640x480, sondern mit 1280x720. Also wirklich in HD-ready. Voll HD spare ich mir mal, weil dann wird alles viel zu klein. Und das ist dann auch nicht so schön, wenn alle Gebäude und Einheiten zu klein sind, die Details verschwinden. Ja. Erstmal kurz die Effekte ein bisschen leiser stellen. Ich habe es im Intro gemerkt, dass es ein bisschen laut ist. Ja, Majesty spielt in der Welt Ardania, wie man vielleicht auf der Übersichtskarte hier ganz leicht erkennen kann. Und auch unser Berater und Erzähler im Intro erzählt hat. Ardania ist ein altes Franchise, wie man am Spiel Majesty sieht, aber es hat sich bis heute noch durchgesetzt, sag ich mal. Weil nach Majesty ist ungefähr 10 Jahre später oder über 10 Jahre später Majesty 2 rausgekommen, dann Defenders of Ardania, und wer mein Empire Let's Play kennt, das spielt auch in Ardania. Ja. Deswegen solltet ihr gleich, wenn ich auf die Kampagnenkarte gehe,
mal gut aufpassen, wenn sich unser Berater der Zähler vorstellt. Ich hoffe, er tut es auch. So, erstmal einen Namen eingeben. Ich habe das Spiel frisch installiert. So, wir sind natürlich Lord Brenoir. Lord, weil wir der König sind. Und dann ab auf die Übersichtskarte, auf die Kampagnenkarte. Ich schweig mal kurz. Your Excellency, I offer my most humble introduction. I am Lord Ven Fairweather. I was your mother's most trusted advisor. I submit my services to you in that continued capacity. Ja, er hat sich gerade vorgestellt. Das war Edward Van Fairweather. Das ist Oscar Van Fairweathers Vater. Also unser der möchte gern Bösewicht aus Empire. Das heißt, sein Vater, von dem er die ganze Zeit gesagt hat, dass er ihn hasst, ist jetzt hier unser Berater. Und er ist eigentlich eine der wichtigsten Figuren im Spiel, weil er uns die ganze Zeit auf dem Laufenden hält, was Missionen angeht und auch was nachher unsere Verwaltung vom Königreich angeht. So, da wir das Spiel jetzt das erste Mal gestartet haben, also mit einem neuen Konto, sage ich jetzt mal, mit einem neuen Charakter, wie auch immer, wird vorgeschlagen, dass wir zuerst die epische Quest The Bell, The Book and the Candle, also die Glocke, das Buch und die Kerze machen. Und das habe ich auch jetzt in diesem Auftakt, sage ich jetzt einfach mal, vor. Also das wird jetzt mal für einen Sonntag das Kurzprojekt sein. Weil, also für heute, diesen Sonntag, weil morgen in einer Woche beginnt dann das richtige Let's Play davon. Weil ich dann wieder Zeit habe, richtig aufzunehmen für das Let's Play. Okay, also. Gucken wir uns erstmal kurz die Übersichtskarte an. Am Kartenrand können wir scrollen. Können wir auch mit den Pfeiltasten oder irgendwas scrollen? Nein, können wir nicht. Okay. Ja, wie man sehen kann, es ist wirklich 1:1 dieselbe Map wie aus Empire. In Empire haben wir irgendwo da oben gestartet. Ja, in den Northern Reaches. Und dieses Mal starten wir hier unten. Es gibt ein paar Quests, die noch Fragezeichen sind, weil da oben in den Require erstmal sind sie schwerer. Also Difficulty Advanced, Difficulty Expert. Und zweitens braucht man erst ein paar Quests vorher, die man machen sollte, bevor man sich auf diese Quests stürzen kann. Zum Beispiel diese Secret Quest hier braucht The Book, The Bell, The Book and the Candle. Das ist die Quest hier. Forsaken Land, diese Quest. Und Rescue of the Prince, diese Quest. Das sind alles drei Beginner-Quests, die Advanced Quest freischalten. Allgemein sind hier hauptsächlich Beginner-Quests erst einmal. Und ja, wir werden erst die Beginner-Quests machen, dann die Advanced und dann die Experts hier unten im Süden. Weil hier oben ist das Add-on, sage ich jetzt einfach mal. Wie man sehen kann, hier sind Master-Quests. Hier unten sind, glaube ich, keine Master-Quests. Das sind alles nur Advanced und Expert höchstens. Ja, Expert, Expert, Advanced. Auf die gehe ich dann später genau ein, welche Quest was ist. Hier oben gibt es eine Beginner-Quest sogar. Science of Chaos, die ist aber absolut nicht Beginner. Ich habe sie nämlich noch gut in Erinnerung. Ich habe nämlich ein einziges Mal versucht, diese Quest im Nordgebiet zu machen und habe es dann aufgegeben. Ja, es ist ein altes Spiel. Es ist ein schweres Spiel, bis auf die Beginner-Quests hier unten. Die sind wirklich einfach. Aber der Schwierigkeitsgrad steigt hart an, das muss ich gleich vorwegnehmen. Also, wir beginnen jetzt mit The Bell, The Book and The Candle. Forgive the intrusion, Highness, but we've been robbed. Someone has stolen the magic bell, the holy book and the eternal candle. Right from under our noses, they were whisked away from the royal treasury by some scoundrel. We must do something to recover them. They are treasures beyond value. Ja, das ist unser Berater, Edward Van Fairweather. Und er hat uns gerade gesagt, dass wir beklaut wurden. Dass die magische Glocke, das heilige Buch und die ewige Kerze aus unserer Schatzkammer geklaut wurden. Und dass wir sie zurückholen müssen. Wir klicken auf Continue.
kriegen nochmal den Background hier. Also das, was gerade unser Berater gesagt hat, was gerade auch im Fließtext hier seitlich stand. Und hier die Goals. Recover the three items which have been stolen from your palace and hidden in lairs throughout this realm. Also ja, wir sollen die drei Items, also die drei Gegenstände wiedererlangen, die gestohlen wurden und in versteckten Verließen in diesem Reich untergebracht wurden. Als Restriktion, wir dürfen keine Krieger und keine Zauberer in dieser Quest anfordern. Wir dürfen allgemein recht wenig in dieser Quest bauen. Das heißt, wir können schon mal wenig falsch machen. Deswegen ist die Quest halt gerade empfohlen für Anfänger. Und es gibt in dieser Quest weniger von den starken Monstern, die man hier teilweise im Hintergrund sehen kann. Also nicht nur Monster, sondern auch Helden und andere Sachen sind hier abgebildet. So, dann starten wir mal die Quest. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Es war absolut nicht das, was ich erwartet habe. Ja, ich unterbreche mal ganz kurz, weil ich glaube, wir müssen doch auf eine niedrigere Auflösung wechseln. Oder eine höhere. Deswegen wird die wahrscheinlich rot angegeben. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe die Auflösung jetzt aufs Maximum hochgedreht, also wirklich auf die 1080p. Und damit scheint es wirklich zu klappen. Also ja, deswegen war 720 wohl rot hinterlegt. Also nehmen wir maximale Auflösung. Gut. Und starten die Quest nochmal neu. Und ja, haben die Auflösung. Gut, willkommen in der Missionskarte. Was noch ein Vorteil von der Mission ist, also hier oben steht es nochmal, The Bell, The Book and The Candle. Neben unserem Geld und den Tagen, die verstrichen sind. Die Tage haben in manchen Missionen auch wirklich Einfluss. Ja. Ein weiterer Vorteil von dieser Mission ist halt, dass wir Tutorial-Texte kriegen. Ansonsten werden wir nämlich ziemlich stark ins kalte Wasser geworfen. Was das angeht. Da stirbt zum Beispiel unsere City Guard gerade an einem Zombie. Gut. Es gibt Gerüchte, dass Diebe die Artefakte, die sie gestohlen haben, geflohen sind, aber sich gezwungen sahen, die Artefakte zu verstecken, als sie gegangen sind. Finde die Items, bevor die Diebe die Möglichkeit haben, sie zurückzuholen. Ja. Also das war jetzt gerade nochmal eine Erinnerung, eine zusätzliche Erinnerung vom Tutorial-Text. Das ist jetzt unsere Schmiede. Ja, und das war die Mitteilung von unserem Berater, dass wir mehr Helden brauchen. Ja, also das hier ist die Schmiede. Helden werden die Schmiede besuchen, um bessere Waffen und Rüstungen zu kaufen. Sobald wir diese erforscht haben. Upgrade die Schmiede, um noch bessere Waffen zu erforschen. Ja. Guardhouses. Guardhouses beherbergen ein Mitglied der Stadtwache und können Pfeile auf Gegner feuern, sobald diese Fähigkeit erforscht wurde. Benutze sie, um wichtige Gebäude zu beschützen oder weit entfernte Außenposten der Stadt. Arbeiter werden ebenso in Guardhäusern rasten, wenn diese näher als der Palast sind. So, nächstes Gebäude bitte. Ja.
Inns sind Sammel- und Ruheplätze für Helden und erlauben ihnen, ihre Wanderreichweite zu erhöhen, wenn sie außerhalb der Hauptstadt gebaut werden. Also da müssen Helden nicht so oft zu ihren Gilden zurückkehren, um zu rasten, sondern rasten in Inns. Sonst rasten sie immer in ihren Gilden. Und das nächste Gebäude, das ist der Trading Post hier unten. Trading Posts sind Orte für Helden, um Heilpotions zu kaufen. Baue einen Marktplatz in der Nähe des Palastes und Trading Posts werden regelmäßig Karawanen dorthin senden, die Gold bringen. Gut. Kommt noch was? Oder war es das jetzt schon? Gut, also das Erste, was wir machen müssen, ist einen Marktplatz bauen. Das wurde jetzt gerade vorgeschlagen. Also, klicken wir unser Schloss an, klicken auf Buildings und dann auf den Marketplace. Der kostet uns fast 1500 Gold. Und den können wir hier platzieren. So, damit unser Berater nicht mehr nervt, bilden wir mal ein paar Heroes aus. Dafür brauchen wir Gilden, wie die Diebesgilde hier. Hier können wir, wie gesagt, Diebe ausbilden. Und wir können Gold aus nahen Gebäuden klauen. Also immer wenn sowas aufploppt, dann haben die Gebäude Steuern Gelder produziert und unsere Tax-Collectoren sammeln sie ein. So, also wir heuern jetzt Diebe an. Das dauert ein bisschen. Gleichzeitig werden wir in der Schmiede mal Waffenverbesserungen erforschen und unsere Guardhäuser upgraden, dass die sich selber verteidigen. So, der Marktplatz ist fertig. Das heißt, hier könnten wir mal Healing Potions erforschen und noch einen Dieb anheuern. Jeder Dieb, den wir anheuern, wird teurer. Allgemein wird alles immer teurer, wenn wir mehr davon haben. Marktplatz wurde verbessert. Also unser Berater sagt immer, wenn irgendwas verbessert wurde. Deswegen erforschen wir da jetzt den Markttag, der uns kontinuierlich mit Geld versorgt. Und in der Schmiede bessere Rüstungen. So, und wir bauen eine Ranger-Gilde. Your marketplace now serves you better, Majesty. The local blacksmith offers new services. Wir könnten den Marktplatz upgraden. Wir können uns sogar immer anzeigen lassen, hier übers Fragezeichen, die ganze Beschreibung des Gebäudes. Also der Marktplatz generiert Gold, hier können Helden Heiltränke kaufen. Der Market Day, den wir hier auslösen können, produziert extra Gold. Aber in der Zeit ist der Marktplatz halt geschlossen, das heißt Helden können nichts kaufen. Ist also nicht unbedingt immer hilfreich. Und hier was Upgrading bringt. Hitpoints mehr, was natürlich klar ist. Ah, Gilde ist voll, gut. Mehr Gold, die gebracht werden. Und man kann Rings of Protection dann erforschen, dass die am Marktplatz verkauft werden. So, das erste Haus steht schon. Häuser werden automatisch gebaut, um noch mehr Steuergelder zu bringen. Wir können auch die Diebesgilde als einzige Gilde, die mir gerade einfällt, upgraden. Ach, die Magiergilde kann man noch upgraden. Dadurch können Helden hier ihre Waffen vergiften und man kann mehr Gold stehlen und natürlich Hitpoints increasing. Also machen wir das auch und heuern Ranger an. Die Schmiede erlaubt uns höhere Waffen-Upgrades, also ist es auch sinnvoll, die abzugraden. Wie man sieht, wir stecken jetzt am Anfang ziemlich viel Gold rein. Und ja, der Guard Tower ist leider nicht nah genug dran, um auf die Medusa hier zu schießen. Die hier so rumwuseln. Wie gesagt, wir haben halt das Glück, in dieser Mission gibt es nicht zu viele starke Gegner, die spawnen können. Alle Spawns sind random, kommen hauptsächlich vom Kartenrand. Oder halt aus Monster Dance, die rumstehen. So.
upgraded. Noch ein Ranger. Bessere Waffen. Und ja, wir sollten hier am Trade Post auch die Healing Potion erforschen, dass die Helden dort ebenfalls Health Potions kaufen können. Ja, das war jetzt gerade wieder eine Mitteilung von... eine Mitteilung von unserem Berater, und das gerade eben war ein Tod eines Helden. Ich sollte auf jeden Fall vielleicht die Sprache ein bisschen lauter stellen. So. Ja, Ranger. Ranger sterben mir gerade weg, wie die fliegen. So, jetzt dürfte es aber gehen. Gut. Und noch die Armor verbessern auf Level 3. Und dann dürfte... Oh, den könnten wir sogar noch weiter upgraden. Dieses Sternsymbol bedeutet, dass wir es bereits auf Maximum abgegradet haben. So, erforschen wir noch Protection Rings und dann sollten wir eigentlich ziemlich gut dabei sein. Da könnten wir eigentlich noch... The local blacksmith offers new services. Also ja, wir könnten den Palast upgraden. Dadurch kriegen wir zwei weitere Powerbreaker. Eine Palastwache und einen Tax Collector. Also Palastwachen sind etwas besser als Stadtwachen. Wir könnten übrigens auch unsere Wachtürme upgraden. Dadurch könnten wir die City Guards upgraden. Die sind ja doch nicht gerade unwichtig, City Guards. Oh, und wir haben unsere erste Keep entdeckt. Also unseren ersten Monster Spawnort. We found an abandoned keep and a missing candle. Ja. Und das war unser Wachturm. Den können wir neu aufbauen. Er kostet halt was. Oh, und da ist ein Troll. So viel dazu, dass keine stärkeren Gegner in der Gegend sind. Ja, der Ranger hat sich gerade geheilt, weil er Healing Potions dabei hat. Das sehen wir hier unten. Wir können nämlich bei jedem Helden ins Inventar reingucken. Der Dieb ist gerade vor der Medusa geflüchtet. Den Troll haben sie fast tot. Ja, der Troll ist tot. Jedes Monster trägt übrigens auch Geld mit sich rum. Dadurch kriegen nämlich die Helden Geld und das Geld stecken sie dann auch wieder in unsere Wirtschaft. Wobei das jetzt nicht gut ist. Wenn wir nicht aufpassen, wird gleich der Tax Collector von der Hydra getötet. Und das Geld, was er mit sich rumträgt, kommt nicht im Schloss an. Genau, jetzt hat die Hydra das ganze Geld geklaut. Das heißt, wir sollten sie töten. Wir wären nicht der König, wenn wir nicht eine gewisse Macht hätten.
Wir können nämlich Kopfgelder auf Gegner vergeben. So. Wir haben jetzt gesagt, wir geben 200 Gold den Helden. Verteilen 200 Gold auf die Helden, die die Hydra töten. Medusa töten. So, dadurch haben wir die Medusa töten können, bevor sie mit dem Geld abgehauen wäre, was sie dem Tax-Collector abgenommen hat. Ah ja, wir müssen das Guardhaus hier außerdem wieder upgraden. Also erforschen. Und sollten es dann auch upgraden, sobald wir können. I serve with pleasure. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ja. Ich weiß gerade nicht, warum wir das Gebäude jetzt gerade nicht upgraden können. So, das Guardhouse wehrt sich jetzt wenigstens gegen Spinnen. Während der Troll gerade ziemlich nervig ist. Also machen wir eine neue Angriffsflagge auf den Troll, damit der wegkommt, bevor er unsere Marktplatz tötet. Und ich muss dringend den den Palast upgraden, damit wir mehr Arbeiter zur Verfügung haben als nur die zwei, die wir haben. So, unser erstes Guardhouse wurde upgegradet. Da können wir jetzt da den Veteranen erforschen, dass die City Guard eine Veteran Guard wird. Tax Collector. Your Highness, the palace renovations are finished. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, dadurch, dass wir jetzt da den Palast geupgradet haben, stehen uns jetzt Tempel zur Verfügung in dieser Mission. Und Statuen. Your Highness, the elves wish to join our prosperous kingdom. You won't get my gold. Ja. Stellen wir mal eine Statue auf, dass die Helden gebufft werden. Stellen wir sie am besten hier zwischen die Gilden. Und wir können einen Elfenbungalow bauen. Den bauen wir hier hin. Ja, wir könnten theoretisch einen Haufen Geld bauen. Klauen. Und ja, die Diebe rennen wieder weg. So, was bräuchten wir eigentlich? Ah, 12 Helden würden gebraucht werden, um den Palast weiter abzugraden. Das wollen wir allerdings nicht. Wir wollen erst mal unser Guardhaus zum zweiten Mal wieder aufbauen. Und da ist schon unsere zweite Stadtwache. Die erste ist schon gestorben. Your Majesty, a new building is complete. Ja, Palastwachen. Nichts bringen, weil sie gleich sterben. Genau, tötet die Hydren. Ja, Helden haben auch alle unterschiedliche Funktionen, sag ich mal. Diebe zum Beispiel können aus solchen Orten, aus solchen Ruinen, hier steht, wie viel Geld in dieser Ruine gerade drin ist, einfach das Geld klauen, indem sie angreifen. Ansonsten würde das Geld nur rauskommen, wenn die Ruine zerstört werden würde. Oh. Die Glocke wurde in diesem zerstörten Schrein entdeckt. Zerstör den Schrein, um die Glocke zurückzuerhalten. Ja, Marktplatz reparieren wäre auch schön.
So, wir haben eine Elfengilde. Wir können, glaube ich, nur... Doubles the amount of gold generated by your marketplace. Und wir kriegen eine Elfen-Launch. Und können jetzt Elfen anheuern. Wir können übrigens auch uns immer hier über die Gilden die Listen der Mitglieder ansehen und wer gerade in der Gilde drin ist. So, das Ding ist komplett. Wir müssen den Pfeil erforschen, damit wir hier das Gebäude upgraden können. Es müssen immer erst alle Forschungen im Gebäude erforscht sein, bevor wir es upgraden können. Und ja, dadurch, dass wir die Elfen gekriegt haben, haben wir auch eine Gambling Hall gekriegt. Ja, dadurch, also Elfen bringen ein Casino mit. Und wir haben einen Rogue verloren. Haben wir gerade gehört. An dem Spruch Leave My Gold Alone. Das sind nämlich die Sprüche der Rogues. Ja. Ja, Sewer Entrances kommen dadurch, dass die Stadt wächst. Also mehr Häuser entstehen. Die entstehen, wie gesagt, automatisch. Und Sewer Entrances sind ebenfalls Spawn Points für Gegner. Die können nicht abgerissen werden. Steht hier, ist indestructible. Und spawnen Riesenratten und Rattenmenschen. So. Ja, nochmal zurück zu dem Thema Helden. Diebe klauen aus Ruinen Gold. Ranger treiben sich gerne herum, um die Gegend zu erkunden, so wie er hier. Also Ranger sind ziemlich schnelle Helden mit der weitesten Sichtweite. Elfen sind zum Beispiel Spezialhelden. Deswegen können wir nur zwei davon haben. Und noch einer ist gestorben. Das ist immer das Problem. Wenn Helden sterben, können wir nur Level 1er anheuern. Während die hier schon teilweise 5, 6 oder 7 sind. Also sieht man hier 7, 6, 5. Hier sind sie 7 und 6 und so weiter. Und wir haben gerade beide Elfen an Rattenmenschen verloren. Ja. Wir sollten mal damit anfangen jetzt, diese Ruinen anzureißen, dass wir mit dem Quest vorwärts kommen. Also geben wir eine Attack Flag auf die Ruined Keep mit 500 Gold. Das sollte eigentlich ziemlich schnell Helden anlocken. Ja. Man sieht, die Veteran City Guards sind wirklich ein bisschen stärker als die normalen City Guards oder die Palace Guards. Ja, und hier könnten wir wirklich Gold setzen, um... Ja, um mehr an mehr Geld zu kommen. Aber wir haben schon fast wieder das Startgeld drin. Und wir haben die erste Ruine eingerissen. Refreshing. Wir können auch mal gucken, wie bei ihm so die Sachen aussehen. Ja, er hat schon Silbersachen, also Level 2 Sachen. Wie sieht zum Beispiel bei unseren Rangern so aus? Können wir uns ansehen. Der hat noch gar nichts Gutes. Der hat noch Standardzeug. Hat wahrscheinlich noch nicht genug Geld. Gucken wir mal, ob wir Visitor haben. Ja, sie kaufen gerade sogar was.
Es dauert immer ein bisschen, bis man was kauft, weil ist wie in Rollenspielen, da verbringt man auch mal gerne 10 Minuten im Marktplatz, bevor man fertig ist. Also ja, Majesty ist wirklich ein Rollenspiel, die andere Sicht eines Rollenspiels, nämlich als NPC-Questgeber, während die Helden hier rumwuseln und machen, was sie wollen. So, wir haben die letzte Festung entdeckt. Ein Held hat das Buch in diesem alten Altar entdeckt. Zerstöre es und recover das Artefakt. So, wir haben die Eternal Candle gefunden. Die sollten wir natürlich auch einsammeln. Also schicken wir mal eine Explorer Flag dorthin. In the name of the Sovereign. Meistens reicht es, die eine Explorer Flag zu setzen. Ohne Geld. Wir setzen lieber noch eine Tech Flag hier hin. Genau, da kommt sogar schon ein Ranger und will die Explorer Flag einheimsen. Und er hat jetzt die Eternal Candle im Inventar, die seine Sichtweite sogar increasen tut. Ja, hier unten sieht man auch, habe ich gerade nochmal nachgelesen, das Gold hier ist in seinem Inventar. Das ist das, was er benutzt, um Sachen zu kaufen. Das Gold hier ist das, was er noch, also das ist das Gold, was er angegeben hat und behalten durfte als Questbelohnung. Das Gold hier hat er noch nicht angegeben, das wird versteuert. Davon tut also seine Gilde einen Teil einfordern und wir kriegen einen Teil davon dann ab. Weil wie gesagt, die Gilden, wir zahlen das Bauen der Gilde, die Gilde zahlt uns aber die Lizenz, dass sie in unserer Stadt operieren darf. So. Die Mini-Kamera hier unten habe ich übrigens noch gar nicht richtig gezeigt. Mit der können wir nämlich Schnellorte festlegen. Um schneller auf bestimmte Orte zuzugreifen. Wir können nämlich zum Beispiel sagen, geh auf die Schmiede. Dann ist diese Kamera auf der Schmiede und wir können über diese Minikamera die Schmiede schnell anklicken. Zum Beispiel. Die Kamera hier unten, die ist aus dem HD-Remake, weil im Original gab es nur die erste Kamera, die zweite nicht. Mit der können wir halt durch bestimmte Sachen halt nur durchscannen. Oder halt schnell hin und her zoomen. Zum Beispiel jetzt gerade auf die Schmiede. Wir können zum Beispiel sagen, geh zwischen den Heroes hin und her. Oder geh zwischen unseren Reward Flags hin und her. Haben wir jetzt gerade keine, also setzen wir eine. Hier oben ist übrigens der Knopf, um schnell auf die aufs Schloss zuzugreifen. Dort können wir uns alle Helden auch abrufen, alle Gebäude und all unsere Bediensteten, Henchmen. Und hier oben können wir Health Bars und Namen ausblenden. Weil jeder Held hat seinen eigenen Namen, wie man sehen kann. Zum Beispiel Zugon der Kartographer, Mava the Fist und so weiter. Die werden teilweise ziemlich random erstellt. Ergeben aber noch ziemlich guten Sinn. Und können auch darüber unsere Leute auswählen. Hier haben wir unsere Statistiken, wie viel Geld wir schon gemacht haben, wie viel Gold wir am Anfang hatten, wie viel wir ausgegeben haben und in was, Gebäude und so weiter. Wie viele Helden wir rekrutiert haben, wie viele gestohlen wurden, getötet wurden. Ja. Wir setzen jetzt aber endlich mal eine Reward Flag auf das da. Und können jetzt auch hier unten die Kamera auf die Reward Flag setzen. Gold,
Your Majesty. In the name of the Sovereign. Mit der Taste können wir das ausgewählte Gebäude zentrieren. Ja. Jetzt wird noch hier oben der ruinierte, der alte Altar zerstört. Es kommen immer mehr Helden. Ich sehe auch gerade, fällt mir wieder ein, wenn wir eine Gilde auswählen, sehen wir sogar hier auf der Übersichtskarte die Helden. Oh, wir können noch weiter rauszoomen. Und das Umfeld ausblenden. Naja, nicht so wirklich wichtig. Ach ja, übrigens, hier im Startgebiet gibt es verdammt viele Treasure Chests einfach. We are victorious, Your Majesty. Dass uns einfach mal etwas hilft, dass unsere Helden schneller Geld kriegen. Sonst liegen die immer random ein paar rum. Ach ja, das kann ich auch noch dazu sagen. Jede Map ist random generiert. Das Einzige, was fest ist, glaube ich, ist die Position des... Nee, nicht mal die Position des Palastes selbst. Die ist immer random. Alles ist random in dem Spiel. Also das ist richtig alles random generiert, nicht generiert. Und ja... Dementsprechend sind auch die Maps immer anders. Das heißt, die drei Gebäude, die wir jetzt zerstört haben, die sind nicht unbedingt immer dort. Der Market, unser Trading Post, der jetzt da unten rumsteht, ist auch nicht immer dort. Der kann auch woanders sein. Die Map kann immer ganz anders aussehen. Das ist das Coole an dem Spiel. Und auch eben diese Treasure Chests sind irgendwo random platziert, wenn welche platziert sind. Hier sind halt ganz viele auf einem Haufen platziert, damit man schneller Geld machen kann für diese einfache Mission. Ja, wir haben 23 Tage gebraucht. The bell, book and candle are back in their rightful place. We also found the thief who stole them from the castle. A rogue identified as Cherik of Keldern. Unfortunately, he escaped while being returned to the castle. With a 15,000 gold piece reward on his head, I'm sure he'll think long and hard before returning to our kingdom. Oh, 50.000 Goldstücke auf den Dieb, der unser die Sachen geklaut hat. Ja, gut, gehen wir ins Main-Menü zurück. Und gucken nochmal auf die Karte. Play another beginner quest to learn more about the different aspects of the game or strike out on your own and pick another quest. Ja, hier ist jetzt ein Stern, um zu markieren, dass wir diese Mission abgeschlossen haben. Wie gesagt, wir haben noch ein paar beginner quests hier unten offen. Nämlich The Wizard's Curse, The Forsaken Land, The Barren Waste und Rescue of the Prince. Und dann geht's mit den Advanced Quests weiter. Bevor wir dann zu den Expert Quests hier unten kommen. Genau, alle südlichen Quests, um das hier, die Endquest zu machen vom Süden. Und ich glaube, da brauchen wir alle nördlichen Quests, um das hier zu schaffen. Ja, gut. Wir könnten auch einfach hier den Kampagnenstand rückgängig machen. Das will ich allerdings nicht. Oder ein Freestyle-Game starten. Beginner-Random, Advanced-Random, Expert-Random, Manual-Settings sogar. Können sogar, ja, eine random Mission machen. Aber das können wir uns irgendwann mal bei Gelegenheit angucken. Wir werden uns hauptsächlich hier auf die vordefinierten Quests konzentrieren und stürzen. Und die durchmachen. Erst hier im Süden und dann hier im Norden. Und wenn das geschafft ist, dann gucken wir mal, was die Freestyle-Quests noch für uns zu bieten haben. Aber gut,
Ich hoffe, ich habe euch schon mal gespannt gemacht auf das neue Projekt und nicht zum Wegrennen gebracht mit dem alten Spiel. Und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dann.